Mein Name ist René Saal. Ich habe irgendwann vor langer Zeit mal Werkzeugmacher gelernt, dann in Schmalkalden Maschinenbau studiert, habe mehrere Firmen in jungen Jahren durchgemacht, überall mein Wissen mitgenommen und bin jetzt seit 20 Jahren bei der Firma Isel. Wir bei der Isel Automation sind eine reine Forschung- und Entwicklungsfirma für den Leichtbau in verschiedenen Branchen. Das Innovationsforum Hybrid-Ed sollte meines Erachtens internationale Netzwerke schaffen, vom Wissen her, aber auch von den Finanzen her. Das heißt, auch den beteiligten Unternehmen, die sich dafür interessieren, auch Möglichkeiten aufzuzeigen, ohne staatliche Förderung, vielleicht mit Interessengemeinschaften zusammen Finanzierung zu öffnen, Marktzugänge zu öffnen, Start-ups zu helfen, auch den internationalen Stand der Technik in ihrem Bereich zu begreifen. Auch wenn es wieder möglich ist, vielleicht mal Reisen zu organisieren, zu internationalen Partnern. Persönliche Kontakte werden so heute viel per Internet gemacht. Aber wenn es Reisen wieder möglich ist, man ist vor Ort, bekommt man den persönlichen Kontakt und man kann freie Gedanken austauschen. Das TGF hat für dieses Innovationsforum Hybrid-Ed meines Erachtens eigentlich die besten Voraussetzungen. Es ist unabhängig, ist keiner Firma oder zugeordnet, kann viele Sachen neutral beurteilen und diese Netzwerke kann ein einzelnes oder ein kleines Unternehmen gar nicht aufbauen und dann wird dann oftmals auch gar nicht ernst genommen. Hier sehe ich eigentlich die Aufgabe des TGF, sinnvolle Netzwerke zum Nutzen der kleineren Firmen zu schaffen. Junge Fachkräfte sind die Zukunft eines Unternehmens. Und die Zukunft eines Unternehmens ist eigentlich das Wichtigste. Wir machen zum Beispiel nur Verträge mit Studenten oder Lehrlingen, die vorher ein Praktikum bei uns gemacht haben. Also die wissen vorher, auf was sie sich einlassen. Das ist für junge Leute oftmals ganz wichtig. Oftmals sind die jungen Leute erstmal orientierungslos und wissen erstmal selber nicht, was ihnen liegt und was nicht. Also ganz wichtig, geben Sie den jungen Menschen die Chance, ihre eigenen Fähigkeiten zu zeigen und auch selbst zu lernen. Ja, welche Zukunftstechnologien und Trends sind besonders wichtig für Südthüringen oder auch für Deutschland? Je mehr Automatisierung auf der Welt stattfindet, desto unerheblicher ist es, wo ich fertige. Das heißt, Automatisierung, Robotik und so weiter wird in Zukunft eine Rolle spielen. Der Warentransport an sich wird teuer werden, weil Transport teuer ist. Wenn wir Leichtbauwerkstoffe haben, transportieren wir mehr Luft wie Ware. Das heißt, Leichtbauwerkstoffe müssen vor Ort hergestellt, recycelt und wiederverwendet werden. Das heißt, wir in der Natur kleine, lokale Kreisläufe schaffen, die immer wieder funktionieren. Es ist besser, Gedanken und Ideen zu transportieren wie Waren. Das sollte sich jeder bewusst sein. Es ist unsinnig, viele große Schiffe aus China oder irgendwo herzukommen zu lassen, wenn man dieselbe Geschichte hier lokal in Rohstoffkreisläufe gut einbinden kann. Und der Umwelt tut es auch gut. Thank you.